Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft. Und wie wir letztes Mal gemerkt haben, fehlen uns da hinten für unsere Wasserbecken noch ein paar Blöcke aus einem Ocean Monument. Und das wollen wir heute bewerkstelligen. Und wir machen das ein bisschen auf eine sneaky Art, denn wir forcieren den Eintritt mit TNT und dann haben wir verschiedene Potions, um der größten Gefahr aus dem Weg zu gehen. So können wir die Elder Guardian, die drei Stück im Monument, besiegen. Dann mit der Milch bekommen wir die Mining Fatigue weg. Löst auch die anderen Potions aus. Drum habe ich hier noch ein zweites Set. Und dann können wir die nötigen Blöcke raushauen. Und wir nehmen einfach mal das, was wir benötigen. Und zu einem späteren Zeitpunkt kommen wir dann wahrscheinlich sicher zurück und bauen eine richtige Farm draus. Also, ich suche mir mal ein Monument und dann geht's los. Da drüben, da schaut das Ocean Monument aus dem Kelp heraus. Drum werden wir da gleich mal rüberfahren. Und sobald wir in die Nähe kommen, können wir unsere Tränke trinken. Und mit Invisibility muss ich meine Rüstung abziehen, sodass mich die Guardians nicht sehen. Aber das sollte kein Problem sein. Bevor ich da hinkomme, was brauche ich hier auf meiner Hotbar? TNT, dann etwas dafür. Das kann ich schon mal verräumen. Genau. Und ich werde Night Vision zuerst nehmen, denn das bemerken wir recht schnell, wenn der ausläuft. Und falls das passiert, sollten wir dann schleunigst die zweiten Tränke trinken. Sehr schön. Und dann können wir hier rübergehen. Es gibt drei Elder Guardians, einer da in der Mitte, einer da vorne und einer da auf der anderen Seite. Aber die Guardians, die lassen mich hier schön in der Ruhe und dann machen wir hier mal das so, Sand drauf und dann... haben wir ein Loch drin. Und hier unten sollten wir irgendwo den Guardian finden. Scheint ein komisches Monument zu sein. Denn hier, das ist so ziemlich eine Sackgasse. Ein Schwammraum. Yep. Was? Sicher gut, aber wo sind wir rangekommen? Ja, ein Stock höher. Ah. Probieren wir es hier nochmal.
Sand drauf. Da sehe ich eine große Flosse. Und sobald er seine Dornen eingefahren hat, nehmen wir auch keinen Schaden. Und da haben wir den ersten. Das heißt, der zweite. Wir waren hier einfach am falschen Ende. Denn hier ist der vordere Teil und wir haben im hinteren Teil gesucht. Das ist nicht so erfolgreich, wie wir gesehen haben. Aber machen wir da noch ein Loch. Und da sehen wir den zweiten. Nummer 2 und Nummer 3 hier oben. Ein Gewitter. Sehr schön. Da drüben haben wir noch ein versunkenes Schiff. Nichts Spannendes. Aber wir haben unser Zeug wieder eingesammelt und ich denke, ich fahre mal da zurück ans Ufer und warte das Gewitter ab und dann können wir eine zweite Runde machen, wo wir dann die Blöcke einsammeln. Insgesamt brauche ich ungefähr 9 Stacks von den normalen Prismarine und 9 von den Prismarine Brick und etwa einen Stack vom Darkened Prismarine. Ich hoffe, das sollten wir hier alles einsammeln können. Ich habe eine Schulkerbox mit dabei. Ja, da fehlt uns doch noch einiges. Hier in der Mitte
sollten wir auch etwas Gold finden. Das war früher eine gute Goldquelle, seit es aber die Ruined Portals gibt und so. Ist das nicht mehr ganz so wichtig hier. Und natürlich schwimmt alles nach oben. Das wir dann einsammeln müssen. Den Schwammraum müssen wir auch noch leeren. Und möglicherweise ist das nicht der einzige hier im Monument. Das heißt, wir müssen da auch noch schauen, ob es sonst noch was gibt. Sammeln wir hier oben mal alles ein. Und dann machen wir hier unten weiter, bis wir alles haben, was wir brauchen. Alle Fliesen sind nun gelegt und auch das Wasser in die Becken eingelassen. Und somit kann ja dem Badebetrieb nichts mehr im Weg stehen. Und hier in der Mitte gibt es auch ein Loch, das bis ganz nach unten reicht, ohne Treppe. Dafür braucht man eine Elytra. Aber das war's, was ich in dieser Folge erreichen wollte. Und in der nächsten Folge können wir uns dann darum kümmern, die erste Farm hier drin zu platzieren. Also bis dann und tschüss!